Wenn wir von Digitalrechnern sprechen, dann meinen wir damit typischerweise Computer, die einerseits von elektrischem Strom abhängig sind und andererseits in ihrem Innern komplizierte, teilweise mysteriöse elektronische Schaltungen beherbergen, mit deren Hilfe sie mehr oder weniger komplexe Rechnungen durchführen können, mehr oder weniger nützliche Anwendungen zur Verfügung stellen können, elektronische Tausendsassas halt. Dabei hat das Wort digital einen ganz anderen Ursprung. Es kommt vom lateinischen digitus, das ist das Wort für Finger. Digital zu rechnen heißt in diesem Sinn also rechnen wie mit Fingern. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern was man meint, ist rechnen mit ganzen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Und weil wir 10 Finger haben, nehmen wir dafür normalerweise das Dezimalsystem. Sie wissen aber natürlich, dass Digitalrechner meistens auf ein anderes Zahlensystem aufsetzen, das Dualsystem, das Binärsystem, das nur zwei Ziffern kennt, nämlich 0 und 1. Aber auch diese Abhängigkeit von nur zwei Ziffern ist nicht grundlegend für den Begriff eines Digitalrechners. Es gibt also auch eine Reihe von sehr interessanten Digitalrechnern im Lauf der Geschichte, die auf dem Zehnersystem basiert haben, meistens mechanischer Natur. Und auch die Abhängigkeit vom Strom ist deswegen eben gar nicht charakteristisch für einen Digitalrechner. Diese mechanischen Rechner haben keinen Strom gebraucht. Man hat sie einfach mit anderen Energieformen betrieben. Und einen ganz besonderen solchen alternativen Digitalrechner habe ich Ihnen heute mitgebracht. Es handelt sich um The Amazing Dr. Nim. Das ist die Hardware für ein Computerspiel namens Nim. Und diese Hardware besteht im Wesentlichen aus Plastik. Das ist also hier so eine Plastikplatte. Dann gibt es hier so ein paar kleine Hebelchen. Und das ist auch schon alles. Es gehören noch Murmeln dazu, mit deren Hilfe wir später die Energieversorgung sicherstellen werden. Und wie man damit ein Computerspiel spielen kann, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Hier habe ich Dr. Nim jetzt also aufgebaut. Sie sehen wieder diese Plastik-Hardware. Hier oben sind 13 blaue Murmeln, die für die Energieversorgung zuständig sind und auch für das Spiel. Die Zahl 13 hat keine Relevanz, das kann irgendeine Anzahl sein. Ich habe hier noch eine 14. Murmel, die hat eine etwas andere Farbe, die lege ich hier oben rein. Das ist die böse Murmel. Denn das Spiel geht folgendermaßen. Dr. Nim und ich wechseln uns ab. Jeder hat einen Zug und in jedem Zug kann er ein, zwei oder drei von diesen Murmeln entfernen. Dann ist der andere dran, nimmt auch ein, zwei oder drei Murmeln, dann wieder ich und so geht das hin und her, bis nur noch eine Murmel übrig ist und wer die letzte, die böse Murmel nehmen muss, der hat verloren. Das also ist das Spiel. Jetzt werden Sie sich fragen, wie spiele ich das, wie schaut das Interface aus? Ich habe hier zunächst einmal einen Hebel, der mir anzeigt, wer gerade dran ist. Also wenn dieser Hebel hier auf der rechten Seite ist, hier steht Player, dann bin ich dran, wenn er auf dieser Seite ist, ist Dr. Nim an der Reihe. Und hier gibt es dann noch einen Hebel, wenn ich da einmal drauf drücke, dann nehme ich eine Kugel von den Kugeln hier oben weg, die läuft dann hier herunter. Und wenn ich zwei Kugeln haben möchte, dann drücke ich eben zweimal drauf oder dreimal bei drei Kugeln. Wenn ich fertig bin, stelle ich den Hebel auf Dr. Nim, drücke einmal drauf, dann berechnet Dr. Nim, wie viele Kugeln er seinerseits nehmen möchte. Und wenn er fertig ist, stellt er den Hebel wieder zurück, dann weiß ich, dass ich dran bin. Und außerdem kann man sich noch aussuchen, möchte ich beginnen oder lasse ich Dr. Nim den Vortritt und nachdem er sich ja vermutlich benachteiligt fühlt, wenn ich anfange, lassen wir mal ihn beginnen. Ich stelle also den Hebel auf Dr. Nim, ich drücke einmal hier drauf und ich sehe, wie viele Kugeln er nimmt. Aha, Dr. Nim nimmt eine Kugel am Anfang und stellt den Hebel zurück, das heißt, ich bin jetzt dran, naja, ich bin etwas großzügiger, ich nehme zwei. 1, 2, stelle den Hebel zurück, Dr. Nim ist an der Reihe, sehen wir, was er macht. Er nimmt ebenfalls zwei Kugeln. Gut, jetzt bin ich wieder dran, nehme ich mal drei Kugeln. 1, 2, 3, sehen wir, wie Dr. Nim reagiert. Ich stelle zurück, ich drücke drauf, Dr. Nim nimmt eine Kugel. Sind noch 5 Kugeln übrig, jetzt muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin dran, ich nehme nur eine. Jetzt ist Dr. Nim an der Reihe. Dr. Nim nimmt eine, zwei,
3, stellt den Hebel zurück und jetzt ist nur noch die böse Kugel übrig. Ich muss die böse Kugel nehmen und habe verloren. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich der Maschine den Vortritt gelassen habe. Wenn ich beginne, dann wird das alles viel besser enden. Stellen wir mal alles zurück, tun wir die Murmeln wieder auf den Platz hier oben. So, die böse Murmel ist wieder am Schluss. Ich beginne und ich nehme 2, 1, 2. Und nun ist Dr. Nimm an der Reihe. Sehen wir, was er tut. Er nimmt 1, 2, er nimmt 3. Das ist schon deutlich forscher als vorhin. Na ja, dann nehme ich halt auch mal 3. 1, 2, 3. Dr. Nimm ist dran. Drücke einmal. Er nimmt nur 1. Jetzt sind noch 5 Kugeln übrig. Bin mal vorsichtig, nehme ich 1, Dr. Nimm, 1, 2, er nimmt wieder 3 und ich bin dran, es ist wieder nur noch die böse Murmel übrig, ich habe schon wieder verloren. Unglaublich. Vielleicht muss ich mich einfach doch besser anstrengen, stellen wir wieder alles zurück. Schon langsam vorstellen, ich muss mich da jetzt wirklich anstrengen. Beginne lieber ich, weil wenn er anfängt, habe ich ja auch diesen Vorteil aus der Hand gegeben und ich entsinne mich, er hat 1 Kugel am Anfang genommen, dann nehme ich jetzt am Anfang auch mal 1. Nicht mehr. Jetzt ist er dran, er nimmt 1, auch nur 1 Kugel. Ich nehme 3 Kugeln, 1, 2, 3. Vielleicht beeindruckt ihn das. Er ist dran, drücke einmal, er nimmt wieder nur 1 Kugel. Aha, das könnte ein Rezept sein. Ich nehme wieder 3, 1, 2, 3. Eine aggressive Taktik, Dr. Nimm ist an der Reihe. Er nimmt 1 Kugel und jetzt sind noch 4 Kugeln übrig. Das heißt, wenn ich jetzt 3 von diesen 4 nehme, dann 1, 2, 3, dann ist Dr. Nimm wieder dran und es ist nur noch die böse Kugel übrig. Dr. Nimm hat verloren. Ich kann ihn also besiegen. Aber Sie sehen schon, es ist offenbar gar nicht so einfach. Und es ist insgesamt schon erstaunlich, woher denn so ein Stück Plastik so viel Intelligenz nimmt, um mich mehrmals in diesem Spiel zu besiegen. Und Sie werden sich natürlich fragen, wie hat er das gemacht? Aber diese Frage überlasse ich Ihnen und ziehe meinen Hut in Bewunderung vor The Amazing Dr. Nimm.